Der Frosch an dem Ort, wo wir ihn sehen, ist eine optische Täuschung. Der Frosch befindet sich real in der Mitte des unteren Parabolspiegels. Durch Reflexion der von ihm ausgehenden Lichtstrahlen an beiden Parabolspiegeln entsteht das virtuelle 3D-Bild des Frosches in der Öffnung des oberen Parabolspiegels. Diese optische Täuschung ist natürlich auch mit einem anderen Objekt machbar, wie zum Beispiel diese 1-Euro-Münze. Oder mit einem anderen Objekt.